Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe, mein Mikro ist blöd, zur nächsten Ausgabe unseres Let's Plays von Resident Evil 2. Ja, wir haben ja den Code geknackt für dieses Labor hier. Ich habe nur jetzt gerade so den Gedankengang, ob wir erstmal hier so die Leiter runtergehen nochmal, weil wir sind ja dort nicht weitergegangen. Ich würde, glaube ich, den Bereich erstmal nochmal ein bisschen durchsuchen wollen. Bevor wir... Wow. Es wären noch immer mehr hier, ne? Scheiße. Jetzt haben wir uns hier schön in die Sackgasse. Scheiße, komm jetzt immer hier. Jetzt müssen wir hier rein. Scheiße. Leute, wir gehen hier erstmal rein. Ach, soll ich die jetzt hier reinmachen? Manueller Modus aktiviert. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Was soll ich jetzt tun? Ist ein bisschen viel, ne? Ach so, wartet mal ganz kurz. Dann pass mal das mal an. Wenn ich jetzt so mache, das ist doch bestimmt komplette Scheiße, oder? Warte mal ganz kurz. Füllt der alles da jetzt rein? Ah, jetzt wollen sie mich ärgern, ne? Warte mal, ich glaube, wir haben die ganze Sache so mal falsch angegangen, oder? Ja, genau das bisschen ist das, was uns stört. Aber was passiert denn so? Nein, jetzt brauchen wir doch bloß das hier. So? Mein Mikro gefällt mir heute nicht. So, dann soll man es doch sofort kühlen. Statt doch in diesem Zettel da drinnen, ne? Erforderliche Menge einfüllen, umgehend kühlen. Und wo kühlt man? Haben wir hier echt immer Schießpulver liegen lassen? Wo denn da? Umgehend kühlen. Na, ihr seid witzig. Ja, okay, auf jeden Fall haben wir in dem Raum jetzt alles erledigt. Ich glaube, jetzt haben wir hier gerade richtig Probleme, ne? Jetzt kommen hier richtig viele Viecher, ne? Scheiße. Haben wir jetzt unsere Granate gerade verloren? Das war jetzt ein bisschen verwirrend für mich gerade. Ah, der ist... Nee, wir haben sie noch. Wir tun so richtig unsere ganze schöne Munition verballern. Ja, mit diesem Code, was das da noch zu sagen hat. Ja, wir sollen es unbedingt kühlen, ne? So, hier kommen wir ja nicht rein. Das hat man in der letzten Ausgabe, weil halt der Strom fehlt. Dann war hier hinten... Was liegt denn hier? Oh. Da war ja hier hinten das Ding. Murph. Was auch immer das zu sagen hat. So ist es immer Kraut und so füllt sich das Inventar schon wieder. So nervig. Wir gehen hier mal weiter. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Seid ihr nicht tot? Oh.
Meine Nase. Wir sind auf Warnung. Also alles gut. Warnung ist nicht Gefahr. So, dann sind wir hier. Tieftemperatur. Das klingt gut. Aber wir kommen hier nicht rein, weil wir keinen Strom haben. Wo sind wir denn hier jetzt? Das ist irgendeine Treppe. Exit. Scheiße. Okay. Wenn der hier schon so steht, ist, nee, ist nichts. Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Wir müssen irgendwas mit dem Strom machen und das war ja bei dem anderen Ding. Was denn jetzt? Eigentlich muss ich den tot machen. Warte mal. Ich bin so inner, ich gucke mich gerne ein bisschen um. Okay. Gut. Warum ist der Raum rot? Hochwertige Schießpulver gelb? Wo haben wir das liegen lassen? Alter, was denn? Komm, wir haben genug. Nehmen wir mal mit. Das werden wir auch gleich mal kombinieren. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt ist hier. Was ist denn hier? Ja, nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit. Signalmodulator. Ach, da ist das mit diesem Murph. Ah, okay, okay. Jetzt müssen wir mal gucken, wo kommen wir denn jetzt hier? Ist das dieser Serverraum gewesen? Ah. Okay, jetzt haben wir dieses Ding. Wo war das denn alles gewesen jetzt? Hier war der... Das Ding hier. Oh, hier war doch irgendwo Überstrom. Gehen wir jetzt zurück und machen das Ding da jetzt erstmal? Ich würde fast mal sagen, ja, ne? Laufe ich da jetzt richtig? Ja. Was auch immer das zu sagen hat bei diesem Schlaflabor. Und da war er noch bei dem anderen. Ich weiß das, Leute. Ich weiß jetzt du nicht ganz genau... Wo das war. Ich würde sagen, wir gucken aber erstmal. Warum geht denn das hier? Ach so. Ja, puh. Ich bin gerade ein kleines bisschen überfordert. Ich würde sagen, wir fangen erstmal bei dem E-Ding an. Also in diesem Schlaflabor, da bin ich doch gerade richtig, ne? Hier war doch auch noch einer im Gang jetzt, ne? Leute, wir gucken einfach mal. Wir gucken. Ja, ich wusste es. Dann jetzt hier geradezu. Und dann gucken wir mal. Wir haben hier dieses Muff-Ding. Achso, ich muss das erst vorher einstellen. Muff. Muss ich da jetzt irgendwas machen? Also haut's doch hin. Und dann setze ich das jetzt mal ein. Ach so, jetzt ist hier wieder Strom. Oh, das ist aber schön. Mehr Inventarplatz. Wayne Lees Notiz.
Mein Gott, Blut überall. Was zur Hölle geht hier vor? Sie sind tot, alle tot. Das waren die Männer in Schwarz, USS, die Spezialeinheit vom Hauptquartier. Aber warum? Ist ihre Aufgabe nicht, uns zu beschützen? Weiße Hörner in einer roten See. Das kann nicht sein. Mein Gott, warum haben sie nicht alle gesagt, ich bin ein Genie, ein Genie? Wie kann ich nicht an so einen Ort sterben? Ich habe Ergebnisse geliefert, die verarschen mich, dann verarsche ich die. Ich gewinne den Nobelpreis, ich bin ein Held, ein Genie, ein Gott. Ich werde nicht sterben, ich werde. Aber weiter geht's nie. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt hier alles gemacht. Gehen wir jetzt mal ganz kurz zurück. Müssen nur aufpassen, weil hier war ja irgendwo noch einer. Erstmal hier raus. Dann gehen wir zurück. Genau, so machen wir das. Muss ich hier irgendwie was? Eigentlich sollen wir ja umgehend Dinge kühlen und so, ne? Aber muss ich irgendwie was wegräumen? Nö, eigentlich nicht. Jetzt haben wir ja eh ein bisschen mehr Platz. War vielleicht ganz gut, dass wir zuerst da hingegangen sind. So, und dann war. Stimmt, da unten, wo der innere Raum da war. Der Serverraum war das, glaube ich. Der abgeschlossen war, weil kein Strom war. Würde ich beinahe mal sagen, wir haben so übelst viel Flintenmunition. Das irritiert mich ein bisschen. Das ist immer nie ohne Grund in so einem Spiel. Gut. Warte mal ganz kurz. Guck mal hier. Genau. Genau da will ich hin. Da müssen wir in das Gewächshaus gehen. Pass mal auf, dort wird dann das Zeichen sein, das letzte fehlende Zeichen. Und ich hier kann mir so einen Scheiß nie merken. So, wo sind wir denn eigentlich hingegangen? Nee, hier will ich ja nicht hin. Ich will hier hin. Jetzt wären wir natürlich nochmal urs genervt. Müssen die Leiter runter. Da ist natürlich einer. Warte mal. Ah, weil man hier so oft lang muss, ne? Das ist natürlich schön Munitionsverschwendung. Ich weiß das alleine, Leute. Ich will ja hier auch irgendwie vorankommen. So. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Hier. Da, das Ding, da will ich hin. Da steht Murph dran. Das suchen. Murph. Man kann hier irgendwie. Das sieht doch eigentlich gut aus. Du musst hier doch irgendwie die Wellen. So. Na. Jetzt haben wir hier Saft. Jetzt können wir doch bestimmt in den Serverraum. Mal kicken. Und hier liegt doch bestimmt richtig kranker Schüssel. Okay, gelb. Immer gelb. Was liegt hier? Oh, Benzin. Das ist natürlich auch sehr schön. Ich bin nur ein Idi. Ach so, hier können wir speichern und machen. Weißt du, was wir aber schnell noch machen? Wir holen uns hier eh mal noch großes. War das hier groß? Nee. Hatte ich nicht immer groß noch gehabt? Ja, hier. Dann werden wir das dann nämlich nochmal kombinieren. Das ist immer erstmal Flinten. Munitionstechnisch. Was tue ich? Was tue ich? Erstmal ordentlichst bestückt. Gut, da ist der Serverraum hier zum Speichern, also.
Ich glaube, mehr wird ja jetzt hier auch nicht drin sein. Oder doch, 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 doch. Noch Messer. Ja, Leute, wir nehmen es mit, ne? Wir haben gerade den Platz. Gut. Müsste ja jetzt... Jetzt gehen wir in diesen Kühlungsraum. Wir müssen ja unsere Scheiße da ordentlich kühlen jetzt. Wo ging das lang? Hier. Hier ist auch viel rot. Also der Raum ist rot. Sollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie noch was finden, was irgendwie für uns wichtig ist. Was ist mit dir? Willkommen zurück, Dr. Lee. Sie haben 5 neue Nachrichten. Scheiße, jetzt haben wir Warnung. Jetzt lohnt es sich wenigstens so Kraut zu benutzen. Also, benutzen. Okay. Was ist hier? Wayne Lees Posteingang von Rick Mendoza. Was hat er vor? Kaum zu glauben, dieser Cartwright. Was für ein Arschloch. Naja, er ist der Boss vor. Ist egal, was du, meine Helix, irgendwo gesehen. Ich habe das Geheimnis unten drauf geschrieben. Sag Bescheid, wenn du sie findest. Helix? Das müsste die Statue sein. Hast du nicht zu unserem kleinen Meeting geschafft? Schön, sorg dich nicht wegen den Gewächshausinspektionen. Erledige stattdessen diese kleine Aufgabe. Stelle ein Budget für übernächste Jahr zusammen bis heute Abend. Wir werden angegriffen, es gibt Tote, der Ostbereich ist isoliert. Mit den Armbändern, die wir haben, können wir die Brücke nicht benutzen. Wo versteckt sich dieser Dreckskerl Cartwright? Gewächs 43 dreht durch, im Gewächshaus ist der Teufel los. Wir müssen da jemanden reinschicken, bevor es zu spät ist. Wayne, wie halten wir die Dinge auf? Du musst uns helfen, bitte antworte. Erinnerst du dich an Susie, die Cheerleaderin, ein tolles Mädchen? Wir waren beide total verschossen. Sie wollte natürlich nichts von Nerds. Ich musste noch die Comics und die Spielzeuge zurückgeben, musste ich aber nicht gedulden. Okay. Ist vielleicht ratsam, so einen Anzug anzuziehen. Und hier muss ich doch jetzt bestimmt kühlen. Wer hat den Gefrierschrank aufgelassen? Wo ist es? Hier. Dann haben wir jetzt den Unkrautvernichter und können dann das Armband der nächsten Stufe halt haben. Diesen Chip. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, Leute. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall den Unkrautvernichter. Ist hier sonst noch irgendwas? Der Raum ist doch rot. Weil hier Schießpulver liegt. Wo denn? Ah. Nimm mal mit. Raus hier. Jetzt haben wir den... Ey. Man will dann immer so zielstrebig losrennen und denkt sich so, ah ja, jetzt geht's weiter. Aber wisst ihr, was mich auch gerade noch so ein bisschen... Wir haben ja noch diesen Signalgeber, ne? Und irgendwo... Können wir doch bestimmt noch was... Wir konnten doch noch was machen irgendwo, oder? Das war der PC, das ist die Sprinkleranlage. Warte mal. Das hier ist die Polizeistation, die Untergrundanlage. Nee, wo war das? Wo war das, Leute? Ich bin verwirrt gerade. Es war doch noch irgendwo eins, oder? Ach, ich weiß es nicht. So, Leute, wir gehen jetzt hier erstmal raus wieder. Und dann, genau, können wir ja diese Treppe hier benutzen, wo allerdings einer auf uns wartet, glaube ich. Gut, der kriegt den Schuss mit der Pumpe jetzt hier. Oder mit dem Messer. Ach so, einer bist du. Scheiße.
Ja. Wow, 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 wow. Gut, okay, okay. Gut, der lebt immer noch. Gut, wir wollen hier raus. Was liegt denn da? Notiz eines Unbekannten. Also verwandelt, falls sie kommt zurück. Verbrennt sie bis ihre Körper schon. Einen anderen Weg gibt es nicht. Okay, da haben wir uns ja richtig verhalten. So, okay. Jetzt, Leute. Jetzt wird es hier ein bisschen interesting. Jetzt gehen wir hier mal zu der Sprinkleranlage. Ist hier wieder so ein Typ. Ey, du wirst diese Typen nicht los, ne? Du wirst diese Typen einfach nicht los. Ich hoffe, dass das jetzt hier funktioniert. Okay. Ich hoffe wenigstens, dass die Typen da jetzt auch weg sind. Warnung, Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstört. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen. Okay, ich werde es überleben. Unterziehen. Alter, was soll denn das jetzt? Scheiße! Nein! Nicht er! Nicht er! Was soll denn das jetzt? Oh, das ist doch jetzt nicht euer Ernst hier. Das nervt mich jetzt gerade. Der Typ, ey. Warte, jetzt tun wir hier erstmal Führungspersonal. Hier haben wir wirklich alles durchgeguckt. Haben wir, ne? Also es ist alles blau. Hier ist der Terminal, Führungspersonal-Terminal. Wie uns dieser Typ jetzt wieder hinterher rennt. Das, bin ich ehrlich, das nervt mich ein bisschen. Wir müssen nur hier an den Rechner. Posteingang, wichtig erhöht, wer ist Nest, Nest für Spione, letzten 3 Monate, diesen Monat sogar 4, erwischte Sorgen für Sicherheit, Cardware, wollen Sie wie Ihre Vorgänger. Ich schränke außerdem ab heute den Zugang zum Westbereich ein, ignorieren Sie alle Anfragen vom Hauptquartier, die mit G zu tun haben. Diese Schlipsträger tragen sowieso nichts zum Projekt bei. Unkrautvernichter durch unautorisierten Missbar, aber ja, das haben wir ja gemacht, ne? Das waren wir. Wir müssen hier weg. Mich ärgert, dass das uns dieser Typ da jetzt so auf den Sack geht und ich hier ehrlich gesagt gerade nicht weiß. Wir wollen ja jetzt so in den Westbereich, ne? Haben wir hier wirklich alles durchgeguckt? Ja, weil wir diesen Signalgeber noch haben. Das, Untergrund. Verstehe auch oben nicht. Ach, hier. Labor. Polizei, Untergrund. Hinterm. Kanalisation. Leute, wir hauen jetzt hier einfach ab. Auch wenn der Typ uns jetzt hier gleich wieder barbarisch auf den Sack gehen würde, und das regt mich eigentlich auf. Den kriegst du auch nicht tot, ne? So nervig. Naja, gut. Gehen wir erstmal weiter. Gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Das Biotestlabor. Was liegt denn hier? Digitale Videokassette schon wieder? Schon wieder eine Handgranate? Weil sind unsere beiden Messer weg, ne? Ach, guck mal hier. Was steht dort? OSS. Dann machen wir doch hier erstmal Strom.
Warte mal, der muss runter, ne? Ey. So. Benutzen. Trotzdem fehlt uns der eine Code dort, da hat uns noch gefehlt, ne? Ich weiß es nicht. Ach, hier ist ein Videorekorder. Na, das ist ja praktisch. G-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit. Glauben Sie, ich wusste nicht, dass Sie kommen? Das ist mein Lebenswerk! Ich gebe Ihnen gar nichts! Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Feuer einstellen! Oh. Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn leben zu fassen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Naja. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Mir gefällt mein Mikro halt nicht. Das ist so schlimm, Leute. Tut mir leid, dass ich da so rumfummeln muss. Okay. Also der sollte also nicht... Oh, ja. Ich wollte ihn nicht unterbrechen. So, das Schießpulver werden wir auch erstmal verstauen. Ach, guck mal, der Signalgeber hat keine... Also habe ich mich geirrt. Da war dort doch nichts mehr. Sag mal, haben wir noch einmal... Ach, rotes Kraut? Blau, blau, blau. Grün, grün, grün. Gemischt. Ja, dann müssen wir das so machen. Weil immer lieber auf Kurzwahl hier was haben, man weiß nie. Die Kreuzschlüssel, den wir immer noch brauchen, mit dem wir die ganze Zeit sinnlos rumrennen. Habe ich hier irgendwas, was ich noch mitnehmen will? Falls ein Endgegner kommt, nehme ich mir mal das hier noch mit. Ja, komm. Jo, dit haben wir, dit haben wir, dit haben wir. Was ist denn hier? William Birkins Posteingang. Betreff Forschung am G-Virus wird eingestellt. Die Umbrella Corporation hat entschieden, alle Forschung an G einzustellen, die im NES-Labor stattfand. Sämtliche Gelder für dieses Projekt werden gestrichen und der Laborleiter William Birkin wird seinen Posten enthoben. Vielen Dank für Ihre E-Mail, Dr. Birkin. Die Leitung interessiert sich sehr für diese sich entwickelnde Biowaffe. Sorgen Sie sich nicht um die Kosten. Unser Unternehmer ist das bestfinanzierte des Landes. Unser Unternehmen, Entschuldigung. Wie ich hörte, ist G beinahe bereit. Sehr gut. Komisch nur, dass Sie das nie an das Labor hier und Umbrella-Zentrale meldeten. Aber darüber kann ich hinwegsehen. Also schicken Sie doch die Daten rüber, werden Sie so nennen. Und keine Sorge, Sie haben mit G gute Arbeit geleistet. Aber ab jetzt übernehmen wir. Sie werden die Vertragsverletzung gegenüber der Umbrella Corporation verdächtig. Es wurde festgestellt, dass Sie die Eigentümerschaft für das G-Projekt beanspruchen und unautorisierten Kontakt mit dem US-Militär hatten. Bitte antworten Sie innerhalb der nächsten 24 Stunden auf Forderungen des Komitees. Junge, 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 Junge. Aber Leute, hier wird, wenn hier eine Kiste ist, wird doch hier ohne Schreibmaschine sein, oder? Hallo? Nö. Ist sie nicht. Da müssen wir eine suchen. Was ist denn hier? Ich will nicht wissen, was die hier für Tests gemacht haben. Liegt hier was? Was haben wir denn hier? Mensch, ey, schon wieder gelb. Gott.
Oh Gott. Ich hab ein wenig Angst, dass hier gleich irgendeine kranke Scheiße passiert. Gucken wir jetzt in dem Raum, wo der G-Virus ist. Oh. Was ist denn hier? Gucke an. Okay. Forschungstagebuch. Beobachtung der embryonalen Wachstums. Nach der Implantation des G-Embryos nahmen wir einen 50 cm langen Einschnitt von der Brust bis zum Abdomen vor und begann die Beobachtung des medizinischen Teams. Hälfte Bewusstsein der Probanden zwischen 15 und 10 Punkten auf der GCS halten. Das Bewusstsein des Probanden verschlechterte sich aber von weiteren Beobachtungen wurden abgesehen. Der Proband wurde dann entsorgt. Proband 501, der G-Virus wurde verabreicht. 501 mutierte zur G-Form und wurde in eine Gruppe von 30 Probanden eingebracht. Nach 20 Stunden und 36 Minuten konnten wir nachweisen, dass allen außer einem Embryo implantiert wurde. Alle Probanden wurden entsorgt. Ein Proband brach während der Experimente zusammen und nahm sich das Leben. Nochmal, oh krass, wir verabreichten das G-Virus Proband 628, welcher einer leichten Resistenz gegenüber dem T-Virus gezeigt. Das Virus wurde dann Proband 639 verabreicht, zu dem 628 eine enge Beziehung hatte. 628 zeigt Anzeichen des Widerstands, nach 24 Minuten wurde dennoch ein Embryo implantiert. Resistenz gegenüber dem T-Virus hält den geistigen Verfall durch das G-Virus in keiner Weise auf. Okay. Das war einfach. Das glaube ich nicht. Okay, jetzt zurück zu Ada. Ah, hier hinten ist doch bestimmt auch noch was. Als ob... Na toll, jetzt ist hier Alarm. Selbstzerstörung? Warte mal ganz kurz. Verstauen. Habe ich noch rein zufällig? Immer Schießpulver groß. Das ist nämlich eh mal normales und dann mache ich noch mal ein bisschen Flintenmunition. Ja, Mario. Selbstzerstörung, du ahnst es nicht, will ich nicht. So, machen wir so. Aber Leute, oh, wenn es krass ist, an der Stelle machen wir in der nächsten Ausgabe dieses Let's Plays einfach weiter. Wir haben die Probe des G-Virus, CES, so sagt man es, glaube ich. Und werden gucken, wie es weitergeht. Ich drücke mal lieber auf Pause, man weiß ja nie. Wir wollen zu Ada zurück, aber ich denke mal, so leicht werden sie es uns nicht machen. Aber die Auflösung dazu wird es in der nächsten Folge unseres Let's Plays hier geben. Leute, ich bedanke mich vielmals, dass ihr wieder mit dabei wart und würde einfach mal sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao.